So. Mal das Feuer. Ja, okay, es ist ja warm raus. Ja. Kommst du drauf? Bist du nicht ruhig? War wieder normale Reihe.
das reinkommen, oder? Du? Das ist voll gut. Mein Gott, nein, nein, der Bruder wird gefühlt. Kristall. Ah, jetzt kriegst du langsam die richtige Temperatur, das Bier. Ja, jetzt wird leid. Ja, weißt du, was da noch drin ist? Das kennst du jetzt gleich. Nicht der Mastika. Nee, das riecht kräutermäßig. Probieren wir. Das ist der Blutwurzel. Ja, der riecht kräutermäßig. Grüßt euch, servus. Ja, ihr seht's, wo wir sind, wo wir da sind. Und? Was ist? Das ist mein Heimatgetränk, ein Blutwurz. Blutwurz. Dieses gibt's. Der Weitler ist heute mal nicht allein unterwegs. Ich bin heute mit einem Kanalmitglied unterwegs und einem Freund von mir. Und das ist der Franz, den werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Kanalmitglieder in der Mitgliedschaft kennen ihn schon. Haben wir schon mal ein Video gemacht miteinander. Und wir zwei sind wir heute, ja, ganz, ganz spontan raus. Ziemlich spät sogar. Franz ist auch wieder ein bisschen später gekommen. Wie es sich gehört, mit Verspätung. Aber macht nichts. Wir haben jetzt unser Lager aufgebaut. Wir haben jetzt hier schön Brotzeit gemacht, wie es sich gehört. Franz ist übrigens auch ein Weidler. Ein richtiger Weidler, aber. Er kommt auch von meiner Gegend und von meiner Heimat. Und wir sind da unterwegs. Und er hat heute ein geiles Setup dabei, wo ich gesagt habe: Du, da mag ich nicht mal ein bisschen mitfilmen. Ihr wisst, alle Abonnenten filmen nicht mit, aber manche filmen mit. Und den mag ich mitfilmen, weil einfach der Franz so ein geiles Setup hat. Was hast du denn dabei? Was ist denn das genau? Das Set, ja. Ja, ich habe mir ein Jum gekauft. Das ist also ein Tipi-Art, Baumwoll-Set. Und ist für zwei Leute recht gut zum haben. Passt auch Rucksack noch mit rein, also perfekt eigentlich. Relativ schnell aufgebaut. Das ist mega schnell aufgebaut, das ist ja 5 Minuten aufgebaut gehabt. Minuten und einen Ofen hast du auch drin. Und einen Ofen haben wir dabei. Ja, okay. Mal schauen, weil das ist eigentlich für kältere Gefilde. Das ist der First Test jetzt einmal mit Ofen. Mhm. Das ist eigentlich schon Glamping für uns Weitler. Ja, ist ein wenig Glamper, weißt du, wenn man sagt, und ich bin in meiner billigen Plane drin. Ich habe keinen Ofen drin, aber wie viel KW hat denn der? Ach, kommt drauf. Es kommt drauf, wo wir es denn auftraust. Ja, also. Da bin ich heute einmal gespannt. Wie gesagt, hier haben wir noch Brotzeit gemacht, jetzt ein bisschen, haben wir halb getrunken. Und jetzt müssen wir noch Holz machen. Es ist ja stockdunkel, es ist jetzt noch nicht einmal 6 Uhr. Aber es ist einfach jetzt so und ich werde das Ganze ein bisschen mitbegleiten, ein kurzes Video machen dazu mit schönen Impressionen am Morgen, ganz klar. Und jetzt machen wir Holz mit zwar, weil es ist auch frisch raus, das ist nasskalt, das ist richtig nasskalt und wir erwarten halt Schnee. Bin ich gespannt. Ob es schneit. Genau, wir werden uns auf jeden Fall da drin schön einheizen halt und dann später gehe ich da in meine ungarische Zeltbahn rein und werde da drin schön pennen. Morgen wird dann ein bisschen was noch preisgeben von dem neuen Setup, was ich dabei habe, Schlafsetup. Und auch der Franz, mal schauen, ich weiß gar nicht, was du dabei hast, das werden wir dann auch ein bisschen hinterfragen. Selbst zum Schlafen, wahrscheinlich ein Fettbett dabei oder so. Nein, heute ist Glamping. Heute ist Glamping, weil keine Zeit. Wenn Zeit ist, dann machen wir gern mehr. Aber wenn es pressiert, dann muss ich da mal. Ja, mei, wir haben halt spät weggekommen, aber das ist trotzdem scheißegal. Machen wir was draus jetzt, Franz. Machen wir jetzt. Und dann. Auf geht's. Also, bis später. Ja, die Quartals habe ich nicht gesagt. So, ich hoffe, ihr seht es mir einigermaßen. Wenn wir so machen. Ja, jetzt machen wir mal richtig Holz da. Ein richtig schönes Totholz abgeschnitten. Und machen wir jetzt einmal sauber Holz für diesen Ofen hier, da bin ich echt einmal gespannt. Und dann sehen wir uns nachher schön drin im Lager. Fangen langsam zu schneien, wie ihr seht. Also wir werden heute schön Schneefall kriegen. Wunderbar. Aber jetzt mache ich mal ein bisschen Holz. Bis nachher. Ja, heute brauchen wir ein bisschen ein größeres Buschboxholz, nicht so klein, sondern ein bisschen größer. Und das schneide ich jetzt dann runter. Ja.
Blöder Hund! Ja, warte mal, Franz. Wir machen jetzt hier ein Wettrennen. Den ultimativen. Ganz interessant. Wir haben zwei Silky Big Ball. Ich habe eine 7er Platte um. Der Franz hat eine 10er um. Falsche Wahl des 10er. Hoffentlich ist dir bewusst. Und da werden wir jetzt mal schauen, wer schneller ist. Ja, ja. Hallo, da fallen ja 3 cm hin. Das zählt überhaupt nicht. Ja, dann nehme ich die Sticky. Oh. Ja, dann ist es fair, weil dann bin ich wenigstens letzter. Dann nehme ich Sticky. Jetzt schau es auch. Dass es einen Unterschied ist. Das musst du ein wenig aufsetzen. Ich hoffe, ihr seht es mir. Wir fangen jetzt hier an. Ich habe ein bisschen das Sticker nicht genommen. Und dann seht ihr mir ein bisschen einen Unterschied. So, mein Freund, gell? Also, bei 3. 1, 2, 3. Arbeit! Das ist dann für einen Abbrand, weiß ich nicht, für später. Aha, aha. Das ist das, was die 4 Stunden herhalten haben. Ja, seht ihr das? Das passiert, wenn man sie mit einer Silky anlegt, mit einem 7er Sägeblatt. Und der Franz wird mich jetzt hier verarzten. Und naja, schauen wir mal. Ist nicht so schlimm, kleiner Schnitt, blüht ein bisschen. Aber wir schauen. Sieht nichts. Jetzt ist der Kirbel. Das blüht immer noch stark. Aber jetzt so ein Pflaster dafür, dann passt es wieder. Bloß ein Rissal, oder? Ja. Komm mal, was ist denn da? Gut gearbeitet, auch so. Ja, ich bin leicht abgerutscht, meine Herren. So schnell geht das. Genau. Zieh ich mich jetzt ab, brauchst du uns? Ja, eins braucht. Aber das gehört dazu, zum Auto. Und haben wir letzte Woche auf der anderen Hand geschnitten. Naja. Oh, die haben das sogar mit Silberbeschichtung. Ja, hallo, wenn du wünschst, dann schon. Sehr gut. So gehört der zusammengearbeitet, wenn man sich verletzt. Genau. Das ist eine feine Sache. Danke dir. Oh, die haben gute Pflaster, die haben weit. Ja, ich hab noch eh, wenn es ist. Okay, und weiter geht's. Ich muss gar nicht so fein machen, glaube ich. Ich muss auf die Knie jetzt treffen. Ah, oh, die Lampen, hä? Ich hab jetzt nichts mehr. So, und da machen wir jetzt dann den Kinschwamm. Das kriegt. Habt ihr es gesehen? Franz ist Bushcraft Original Profi. Hat man jetzt gesehen, wenn er Feuer macht, dass er das nicht nur hin und wieder macht, sondern sehr häufig. Also er ist schon ein waschechter Bushcrafter durch und durch, deswegen bin ich mit ihm raus. Also fertig. Ja, leck mich doch am Arsch. Ein Feuerstall. Es knistert in der Böck. Der Franz verkörpert einfach den traditionellen Bushcraft. Das finde ich so geil und deswegen bin ich mit ihm halt raus. Und jetzt hat er den Ofen angeheizt und dann werden wir uns nachher da drin ein bisschen was zubereiten. Was das sein wird, wird es dann natürlich auch noch sehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu hell. Und sonst passt alles. Ah, ja, der Topf dabei, sehr gut. Alles klar, dann heizen wir mal an und dann sehen wir uns drin.
so. Das ist wie ein Wohnzimmer. Wir haben heute im Wohnzimmer, echt, das ist Wahnsinn. Da drin hat es ungefähr 25 Grad. Ich habe so meine Mützen auch, muss ich dem da, weil ich gerade draußen war, weil ich noch schnell was kalt habe. Aber das ist echt der Hammer. Wirklich war der Ofen. Ich hoffe, dass ich noch ein wenig filmen kann nachher. Weil mit der Kamera kann ich nicht stark aus. Da habe ich das falsche Objektiv drauf. Aber der Franz hat mir einen Glühwein gemacht und den mache ich jetzt. Wir sitzen mir da schön auf Fellen. Also wirklich, der Franz weiß, wie man lebt im Wald raus. Wahrscheinlich, blutrot. Jawohl, ist ein Hitzkopf. Boah, wisst ihr das, dass wir dir ans Eisstockschossen erinnert? Ja. Kennst du Eisstockschossen? Wahrscheinlich. Ja, wir haben gerne ein Pechel. Das Eisstockschossen, das war für mich immer. Oh, löcker. Da geht es. Desinfiziert. Also, der Ofen, da werden wir was draufstellen, ich film's nachher. Wir haben eine Pfanne dabei, wenn wir uns noch ein Fleisch kochen nachher. Tiere, was der für eine Hitze bringt. Also, da kann man es echt aushalten, ein paar Tage draußen. Ich muss ein wenig warten, weil der. Ja, der ist gescheit heiß. Da verbrennen wir jetzt Nuschel. Stellen wir nochmal her. Oh, richtig gut. Der ist mir ganz. Ah ja, voll, probieren wir nochmal. Gleich schon Verbrenner. Oh Gott, gut. So lässt das Leben hier raus, meine Herren. Perfekt. Ich schau, dass ich jetzt noch ein bisschen mitfilmen, dann, wenn wir das Fleisch aufgetan auf die Pfanne. Und dann noch so Aufnahmen, später noch ein bisschen. Und natürlich morgen in der Früh draußen hat es angefangen zu schneien. Meine Herren, das wird perfekt, das haben wir. Bisher geht's ja. Bisher geht's ja. Also. Depot war reißen. Wie später. So, jetzt sitzen wir noch da oben. Wir haben jetzt gerade bestes Fleisch gegessen. Jetzt gibt es noch eine Tasse Glühwein. Also, das ist Glamping vom Feinsten, muss ich mal sagen. Der Franz weiß, wie man das macht. Da. Richtig, richtig gut. Also, es ist, also ich würde sagen, 26 Grad. Umut auf alle Fälle. Ich kann da nicht mehr haben, aber da, ich habe jetzt aufgesetzt, dass man meine Glatzen nicht so sieht. Aber richtig geil. Es ist richtig warm. Ich habe nicht einmal Schuhe. Also das ist selbst, Männer, das ist richtig cool. Schiri um ist Rossi. Der ist auch gut. Der ist ganz gut. Aber heiß ist er. Und der Ofen wärmt uns wahnsinnig gut. Und jetzt schaut es uns so aus, dass wir uns noch ins Bett legen. Wir nachher noch ein bisschen mitfilmen bei mir, wie es da ausschaut, da wird es ziemlich kalt sein und feucht. Draußen hat es ein bisschen geschneit jetzt, ist das wieder aufgehört. Aber ich denke, in den frühen Morgenstunden wird es Schnee haben bei uns. Gehen wir davon aus. Ja, der Franz, glaube ich, wird da göttlich schlafen, da er rennt. Der Ofen hält wahnsinnig lang an. Also, ihr seht es hier. Wir heizen mir sicher die Sachen hier. Die halten natürlich extrem lang an. Also das ist wirklich, wirklich mega geil. Wir haben gerade ein bisschen geschmatzt, ein Projekt. Januar, Februar. Im tiefsten bayerischen Wald, tschechische Grenze. Wenn wir mal eine Tour machen müssen. Wir schauen, wenn es hier hat. Wenn es hier hat. Ja, ich denke, das haut sie. Also von meiner Seite her haut sie. Auf jeden Fall. Wenn wir da mal zwei Tage verschwinden, zwei Nächte in den tiefen Wald. Mit den Dschum hier echt. Cool, also wirklich mega geil. Mehr kann ich nicht sagen, richtig geil. Ja, dann werden wir noch ein bisschen sitzen jetzt mit zwei
ein bisschen diskutieren und dann sehen wir uns drüben bei mir. Da habe ich jetzt, wie gesagt, nass kalt drüben, aber wird auch passen. Und ich würde sagen, bis nachher. Passt. Pfiat euch dabei. Servus dabei. Geht erst eins, bitte. Der Franz ist gleich rent. Der hat jetzt ungefähr 35 Grad drin. Und bei mir hat es minus 2 Grad. Keine Ahnung. Aber das Zelt da vom Franz, das ist echt wow. Also echt cool. Aber ich schlafe da drin. Auch nicht schlecht. Jetzt sehen wir uns morgen in der Früh. Vielleicht mache ich eine Aufnahme schnell drin. Mal schauen, wie ich die Kamera aufstellen kann. Und dann morgen in der Früh gibt es einen schönen schwarzen Kaffee. Und schauen wir mal, wie gesagt, jetzt hat es geschneit vorher, jetzt hat es aufgehört. Vielleicht schneit es in der Früh wieder, angeblich soll Schnee kommen noch. Aber es ist kalt und ich freue mich auf den Schlafsack. Kann dazu sagen, ich habe einen Sommerschlafsack dabei, zum Testen heute, absichtlich. Kein Winterschlafsack, ist ein Daunen-Sommerschlafsack. Ich bin echt einmal gespannt, weil ich einfach die Erfahrung sammeln möchte. Okay, dann. Vielleicht sehen wir uns ja da drin. Ich muss mal schauen, wie ich die Kamera aufstellen kann. Ihr seht es, da schaut drin. Geil. Freue mich jetzt drauf. Also, bis gleich. So. Jetzt geht's rein ins ungarische Lavo. Die Drachenbahn. Also, Platz habe ich bei Weitem nicht so viel wie der Franz. Und es ist auch bei Weitem nicht so warm. Ich bin einmal gespannt, wie dieser Schlafsack hier ist, von One Tigress, ein Sommerschlafsack mit Daune. Aber ich mag ihn einfach testen. Wahrscheinlich haben wir jetzt so 0 Grad, minus 1, minus 2, keine Ahnung, irgendwo um den Dreh. Und wir das Ganze hier testen, weil es mich einfach interessiert. Ja, ich habe hier ein riesengroßes Kissen. Das passt eigentlich gar nicht da einer, zu groß ist es. Und riesigen Matratzen. Eine mega geile Matratzen. Die könnt ihr euch dann einmal anschauen. Ich verlinke euch das Ganze unten. Ich bin einmal echt gespannt, wie das Schlafsetup hier funktioniert. Aber nur so kriegt man es raus. Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir es 23.02. Ja, wir müssen ins Bett. Wir hier ein bisschen runterdimmen. Das Ganze auf Rotlicht schalten. Genau, jetzt haben wir auf Rotlicht geschaltet. Und dann werden wir jetzt hier ausschlafen. Morgen schön Kaffee in der Früh. Dann sagen wir, sehen wir uns morgen in der Früh. Macht es gut. Ich werde berichten, wie ich geschlafen habe. Also, bis später.
Guten Morgen, Servus. Ja, bin jetzt schon aufgestanden, ihr habt es gesehen an den Bildern. Wir haben ein bisschen Schnee und haben jetzt Kaffee getrunken. Und jetzt dann, ja, bauen wir wieder ab langsam. Temperatur ist perfekt und ja, es ist einfach schön hier aus dem Wald, wenn es so überzuckert ist hier. Mega geil. Ihr habt es gesehen, ich habe hier ein neues Schlafequipment von Klein mit dabei. Habe wieder mal einen Sommerschlafsack getestet mit Daune. Perfekt, also das war absolut ausreichend. Kann ich gar nichts sagen dazu, so richtig. Das ist dieser Schlafsack von Van Sigrist, ist ein günstiger Schlafsack, aber ich habe sehr gut geschlafen drin. Absolut mit Unterwäsche, also total ausgereicht. Und hier dieses Teil, das ist, ihr habt es gesehen, also das ist wie wenn man daheim auf der Matratze im Bett schläft. Irre. Sehr geil. Genau, und ansonsten haben wir echt eine geile Nacht gehabt. Wir werden jetzt eh noch zum Franz schauen, der baut auch schon ab langsam. Und werden wir ein bisschen berichten, wie es da in dem Zelt war. Ja, cool. Also hat echt wieder Spaß gemacht. Dazu schauen wir mal zum Franz, was der so macht. Schauen wir rein, bevor wir den Ofen abbauen und so, weil der ist jetzt noch schön warm. Dauert noch ein bisschen. Und schauen wir mal, was er zum Verzeihen hat. Genau, und dann sehen wir sie gleich. Drauf tun. Ja, jetzt sind wir beim Franz hier rennt. Seht ihr das? Das ist Glamping. Richtig geil. Also, ich muss jetzt einmal sagen, es war mega da drin in diesem Tipi-Tent, Hot-Tent heißt es ja. Und bei mir drüben, ja, war es aber auch nicht so kalt. Ich denke mal, was haben wir denn gehabt, Franz? Minus eins. Minus 1, minus 2. Ist wirklich gegangen. Weitlaut im Sommerschlafsack geschlafen mit Merino-Unterwäsche, warme Socken wie immer. Hat eigentlich absolut passt. Die dünne Jacken drunter. Mir hat das überhaupt nicht gefroren. Wie war es jetzt da bei dir drin? Also, ich habe noch öfter mal gehört, weil ich habe sehr schlecht geschlafen, muss ich sagen, von dem her. Nicht wegen einem Equipment, sondern ich habe einfach Kaffee gehabt. Auf sein Glühwein, was er dabei gehabt hat, einen Hitzkopf. Jetzt haben wir beinahe einen Schädel zerrissen in der Nacht. Ein bisschen Kaffee gehabt. Aber das ist nicht so schlimm. Und wie war es da drin bei dir? Ich habe es aber gehört, wenn ein Holz nachlegt und so, haben wir gedacht, ja, der wird jetzt da wahrscheinlich 35 Grad haben drin. Bist du überhaupt im Schlafsack rein? Nein, ich war schon im Schlafsack. Warst du im Schlafsack? Im Schlafsack, ja. Wobei, also mal ganz ehrlich, wir haben nachgelegt, wie wir Feierabend gemacht haben. Und das hat dann hergehalten bis um 1, 2, 3, 4, 2 da umeinander. Da hat man gespannt, jetzt geht es ein bisschen ab. Dann habe ich nochmal nachgelegt und das hat dann gehalten. Sicherne Teile haut man da rein. Stellt euch vor, wir haben da 3, 4 reingelegt. Ja. Und die halten ewig her. Da hast einen riesen Glutstoff drin. Also das ist wirklich fein. Wir haben auch beschlossen, dass wir eine Tour machen Richtung Tschechei. Einmal 2 Tage vielleicht, wenn es uns ausgeht. Einen Tag auf jeden Fall. Mal im tiefsten Winter da drin. Mit Felle auslegen und so. Wir sind ohne Schuhe da drin gesessen. Also absolut. Mega geil, vielleicht würden wir auch irgendwann einmal für so einen Jump da entscheiden. Also das war echt wieder mal Erfahrung für mich selber, wo ich sage, wow, das kenne ich jetzt da gar nicht, aber richtig, richtig cool. Das ist schon ein riesen Unterschied, wenn man hier rausgeht vom Franz, von den 30 Grad und geht da rüber, da ist dann nass kalt drin. Das ist ein bisschen was anderes, also das ist echt geil. Ja, wie gesagt, ich habe um 5, halb 6 habe ich dann nur mehr nachgelegt, dass man einen schönen Kaffee kriegt. Dann war es gut, dass ich zu gleich waren. Mhm. Also in der Früh war es dann schon richtig warm drin, weil ich oben aufgemacht habe, dass er einen Zug kriegt. Und dann war es in der Früh richtig bachel, weil wir haben einen Kaffee gemacht. Also echt hervorragend. Tipptopp, also richtig, so, richtig schön. Für mich war es jetzt auch die erste Erfahrung mit dem Zeltofen. Also wir haben ihn daheim einmal angekannt und jetzt haben wir ihn heute einmal richtig einbrennt. Man hat gespannt auf die Nacht, die Bodenfeuchten, weil es ja doch geregnet hat. Mhm. Die von unten her ist schon noch frisch gewesen, mhm. Aber so ab 15 cm herum hast du wirklich deine 30, 35 Grad. Also das war wirklich so ein Abstieg, also, richtig also krass. Das hast du wirklich die Schichten drin gehabt. Also jetzt mittlerweile, wenn man so schaut, ist der Boden, der ist gut Druck geworden da. Mhm. Ja, das ist richtig schön Druck. Also das merkt man schon, also das zieht die Feuchten raus. Innen drin, los, gar nichts, Kondenswasser 0,0, also nichts, gar nichts. Mega. Also wirklich. Also es ist wirklich eine schöne Erfahrung gewesen, auf jeden Fall. Also mir hat das total gefallen.
Das war cool. Ja, und ich war einmal wieder zu zweit unterwegs, ist sehr selten, vor allem in Franz, in Reitler, in seinem Seppelhut. Richtig gut, passt. Extra, extra. Richtig cool. Ein bisschen Heimatgefühle gekriegt. Ja. War sehr spontan gestern, habt ihr ja gesehen, deswegen war nicht mehr frei zum Filmen. Aber ich glaube, das reicht. Ganz cool, dass ich sagen, baum ab langsam und dann verschwindet man wieder. Beim Franz verlinke ich euch unten. Da gibt es ja mir einschauen. Genau, da gibt es einmal. Lass dir einmal ein Like da, er hat es verdient, er ist ein guter Bushcrafter, definitiv. Und ja, da würde ich sagen, sagen wir Servus, wünsche euch einen schönen Tag, macht es gut. Und ihr wisst es ja, wie ich immer sage, anständig bleiben und sauber bleiben. Also, pfiat euch. Aber deri.